Rig. Rig ist die erste Silbe des Wortes Rigveda. Rigveda wird zusammengeschrieben, im Deutschen oft auseinandergeschrieben und bezeichnet den ältesten Teil der vier Veden. Rigveda wird auch oft übersetzt als das Wissen der Hymnen oder das hymnische Wissen. Rig kommt eigentlich von dem Wort Ritsch, R-I-C-H geschrieben oder auch einfach nur R-C. Und Ritsch heißt Lob, heißt auch Vers. Ritsch ist ein heiliger Vers, den man für Gott ausspricht und rezitiert. Rig Veda ist also der Veda der heiligen Verse, der Veda, mit dem Gott verehrt wird auf verschiedenste Weisen. Das Wort Rich wird eben wegen den Sandhi-Regeln im Sanskrit zu Rig, weil wenn auf C V folgt, dann wird das C zum G. Und so ist es also Rigveda und nicht Richveda. Rig ist übrigens auch in dem Nordischen, im Altnordischen eine literarische Figur und ist einer der Protagonisten aus dem Lied Rigspula, der Liederedda. Rig ist ein Gott, der auf einer mythischen Wanderung als Stammvater die Ahnen der mittelalterlichen skandinavischen Gesellschaft zeugte. Also der Rig der Edda erzeugte die Unfreien, die Bauern und den Adelstand. Ob dieser altnordische Rig etwas zu tun hat mit dem Rig der Veden, darüber mögen sich die Linguisten und die Ethnologen letztlich auseinandersetzen. Jedenfalls, Rig kommt von Ritsch und Ritsch heißt Lob, Ehrerbietung, auch Vers. Und Rigveda ist also der Verehrungsveda oder auch der besonders poetische Veda. Die anderen drei Veda sind ja Sama-Veda, Yajur-Veda und Atharva-Veda.